Im Moment läuft der Weltklimagipfel in Ägypten und ihr habt uns gefragt, warum stellt man am Äquator oder in Wüsten, also da, wo die Sonne besonders stark scheint und viel Platz ist, nicht einfach mehr Solaranlagen hin, um Sonnenenergie zu erzeugen? So ganz neu ist die Idee nicht. Schon in den 2000er Jahren wollte eine Initiative namens Desertec die Sahara zum Powerhouse machen und hier im großen Stil in der Wüste Sonnenkraftwerke bauen. Geklappt hat das nie. Die Idee kam in einigen afrikanischen Ländern nicht gut an, weil große Teile des dort produzierten Stroms nach Europa exportiert werden sollten, obwohl die Sahara-Staaten den Strom selbst gut gebrauchen können. Auch die politische Lage in den Ländern hat eine große Rolle gespielt. So haben der sogenannte Arabische Frühling und der Bürgerkrieg in Libyen InvestorInnen abgeschreckt. Aber selbst wenn man sich in Zukunft auf riesige Solarkraftwerke in der Sahara einigen sollte, der Strom muss dann immer noch über tausende Kilometer nach Europa transportiert werden und die Infrastruktur dafür gibt es bisher nicht und wäre extrem teuer.